Auf der Suche nach Haltungen. Wie schon angekündigt, möchte ich heute Morgen ein paar Mosaiksteine aus der Bibel aufgreifen. Worte aus dem Alten und Neuen Testament. Sie können uns helfen, Haltung zu finden gegenüber Hass und Gewalt. Vielleicht werden Sie durch die Bibelworte auch selber neugierig und denken weiter, suchen weiter nach Bibeltexten, die Ihnen dazu auch wichtig sind. Und so entsteht am Ende für Sie Ihr ganz eigenes Mosaik. Auf diesen Begriff der Haltung bin ich gekommen, als ich den Predigtext für den heutigen Sonntag angeschaut habe. Dort schreibt Paulus an die Korinther, zu was für einer Haltung er bei allem Widerstand, der ihm widerfährt, gefunden hat. Nachher wollen wir dann noch auf ein paar Worte aus diesem Predigtext hören. Beginnen wir aber mit Elisabeth von Thüringen. Sie war Prinzessin von Ungarn, hat geheiratet und zusammen mit ihrem Mann auf der Wartburg gelebt. Und sie tat etwas, was damals ihrem Stand überhaupt nicht entsprach. Sie sah die Not der Armen und half, wo es nur ging. Es gibt eine Legende darüber, wo ihr Mann ziemlich schlecht wegkommt, obwohl es in der Geschichte tatsächlich gar nicht so war. Im Gegenteil, er hat sie unterstützt. Aber es gibt diese Legende, dass ihr Mann sie eines Tages aufgehalten hat, als sie aus der Burg wollte und sie fragte, was sie in ihrem Korb hat. Und beim Öffnen des Brotkorbs war kein Brot darin, das sie eingepackt hat für die Armen, sondern Rosen. Und ihr Ehemann musste sie ziehen lassen. Diese Legende über die heilige Elisabeth wurde ein Bild dafür, dass Gott jene schützt, die Nächstenliebe üben, dass er Wege ebnet und Türen öffnet, dass im Geben sich Wunder ereignen. Es gibt darüber ein Lied, das auch in unserem Gesangbuch steht, das wollen wir gleich miteinander singen. Es wird uns auf unserer Suche nach Haltungen in der Predigt miteinander begleiten. Das Interessante ist, dass der Leipziger Komponist Kurt Krahl 1981 dieses Lied geschrieben hat für eine Gruppe von Jugendlichen, die zur Elisabethenwallfahrt nach Thüringen aufgebrochen sind. Wenn man bedenkt, nur ein paar Jahre später trafen sich in Leipzig Menschen in der Nikolaikirche, um für Frieden zu beten und für Demokratie und Freiheit aufzustehen. Sie erlebten das Wunder, wie diese betende Bewegung als gewaltloser Widerstand weiterging und nicht aufgehalten werden konnte. Eine Wende herbeiführte, die mit dem sogenannten 2+4-Vertrag einen Friedensvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten und den Alliierten besiegelte, der damit eigentlich auch zum Ende des Kalten Krieges führte. Das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Lasst uns die erste Strophe aus dem Lied miteinander singen. Anfang der 80er Jahre wurde auch dieses Bibelwort Schwerter zu Pflugscharen in der DDR ganz laut. Sie kennen allen diesen Slogan der Friedensbewegung. Vermutlich kennen Sie auch das Logo dazu. Es wurde zum Logo der Friedensbewegung und ist bis heute bekannt bei der Friedensdekade. Diese 10 Tage im November, zu der wir nach wie vor zum Gebet für den Frieden in der Welt aufgerufen sind. Diese Vision der sogenannten Völkerwallfahrt findet sich gleich zweimal im Alten Testament, beim Propheten Micha in Micha 4, Vers 4 und auch im Propheten Jesaja, dort im 2. Kapitel gleich. Die Skulptur, die auf dem Logo abgebildet ist, befindet sich vor dem UNO-Gebäude in New York. Da passt es auch wirklich hin, denkt man. Denn dort kommen die Völker der Welt zusammen auf der Suche nach Schritten für ein friedvolles Miteinander.
Sie haben die Charta der Menschenrechte verfasst und auch unterzeichnet. Sie setzen sich zusammen und verhandeln ihre unterschiedlichen Positionen und Interessen. Sie schicken Blauhelme in Konfliktgebiete, um einen wackeligen Waffenstillstand oder Frieden zu sichern. Was braucht es, damit Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden können? Gespräche, zuhören, Kompromisse suchen, sie gemeinsam vertreten und durchsetzen. Noch lange ist das nicht erreicht. Aber diese Vision trägt die UNO im Herzen. Schwerter zum Pflugscharen. Und an dieser Skulptur laufen die verantwortlichen Politiker vorbei, wenn sie zu den Sitzungen ins UNO-Hauptgebäude gehen. Was ich bisher noch nicht wusste, habe ich in einer Predigt von meinem Kollegen Jörg Finkbeiner erfahren, der letzten Sonntag über diesen Jesaja-Text gepredigt hat. Er war schon mal in New York dort und hat diese Skulptur angeschaut und festgestellt, dass auf dem Sockel dieser Skulptur Folgendes zu lesen ist. Dies ist ein Geschenk der Sowjetunion im Jahr 1959. Eine alttestamentliche Vision in einer Skulptur, die die Sowjetunion der UNO geschenkt hat. Vermutlich war das auch der Grund, warum die DDR-Regierung damals in den 80ern deswegen dieses Motto der Friedensbewegung in der DDR gar nicht verhindern konnte. Hören wir einmal auf den ganzen Bibelabschnitt aus dem Propheten Jesaja. In einer Vision sah Jesaja, der Sohn des Amos, wie es Juda und Jerusalem ergehen wird. Es werden Tage kommen, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen: Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren. Dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er sorgt für Recht unter den Völkern. Er schlichtet Streit zwischen mächtigen Staaten. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns schon jetzt im Licht des Herrn leben. Was ist aus dieser Vision geworden, fragt man sich heute. Was aus dem Zeichen, das die Sowjetunion der UNO geschenkt hatte? Ist es eine Farce? Zeigt es, wie absurd es ist, sich Träumen hinzugeben? Auch Israel hatte damals zur Zeit des ersten Jesaja alles andere als eine Friedenszeit vor sich. Ganz im Gegenteil. Als Jesaja seine Vision hatte, da war das sogenannte Nordreich Israel mit Samaria als Hauptstadt von den Assyrern bereits völlig zerstört. Dieser Kleinstaat Juda hatte viele Flüchtlinge aus dem Nordreich aufgenommen und zitterte vor dieser Weltmacht. In diese Situation hinein malt Jesaja neben den drohenden Untergangsszenarien, die er schildert, diese Vision von der Zukunft danach, diesen Traum vom Frieden. Alle Völker würden zum Zion kommen, diesem Hügel in Jerusalem, auf dem der Tempel steht. Was für eine Haltung gegenüber Bedrohung
Und was für eine Aufforderung. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns schon jetzt in diesem Licht leben. Was könnte das für uns bedeuten? In diesem Licht leben? Mit dieser Vision leben? Lasst uns die nächste Strophe miteinander singen, wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt. Juda wird am Ende von den Assyrern nicht erobert und zerstört. Aber 120 Jahre später dann, durch die Babylonier. Die lösen das assyrische Weltreich ab, zerstören Jerusalem und auch den Tempel. Sie verschleppen die Oberschicht nach Babylon und es folgen mehr als 100 Jahre Exilszeit. Noch bleibt dieser Weltfrieden eine Vision, auch bei der UNO. Vom Zeitpunkt des ersten Jesajas machen wir einen großen Zeitsprung, gut 700 Jahre später. Israel ist immer noch ein fremdbeherrschtes Land. Nach den Babyloniern kamen die Perser. In dieser Zeit wurde der zweite Tempel gebaut. Dann herrschten die Griechen über sie, dann die Römer. Und im Jahre 70 nach Christus zerstörten die Römer nach dem jüdischen Aufstand den zweiten Tempel. Der Traum vom eigenen, selbstregierten Friedensreich scheint in unendlicher Ferne. Die ersten Christen damals tragen dieses Licht aber weiter, von der Jesaja spricht. Die Botschaft von der Liebe Gottes, die uns allen gilt, die uns alle gleich wertvoll macht, die passt zu diesen Schwertern, zu Pflugscharen. Und einer dieser bekanntesten Theologen aus der Gründerzeit ist Paulus. Er selbst hat eine Wandlung erlebt vom Christenverfolger zum Christusverkündiger. Im zweiten Korintherbrief können wir etwas von seiner Haltung hören, die ihm bei allen Widerständen Halt gab. Wir haben diese Zeilen im zweiten Korintherbrief einem Streit zu verdanken, den Paulus mit den Korinthern hatte. Er dachte, er müsste mit Hilfe eines Briefes regulierend in das chaotische Treiben der Gemeinde von Korinth eingreifen und hat diesen ersten Korintherbrief geschrieben. Korinther allerdings haben nicht viel darauf gegeben. Und in einem zweiten Brief reagiert Paulus darum nun auf den Widerstand, den er von Korinth erfahren hat. Das war bisher so nicht gewohnt. Wie reagieren? Der folgende Abschnitt, auf den wir nun gleich hören werden, weist also nicht nur auf die Bedrohung durch die Römer hin, sondern auch auf seinen Umgang mit Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gemeinde in Korinth und ihm gegenüber. Er sagt, seht meine Haltung an, ich bin auf dem rechten Weg. Geht ihr ihn auch? Nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Hören wir auf diese Verse in 2. Korinther 6. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung. Wir schlafen nicht und essen nicht.
Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und doch sagen wir die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und doch viel, viel reicher. Wir haben nichts und doch besitzen wir alles. Gott rettet. Jesaja heißt übersetzt, Gott rettet. Dieser hebräische Wortstamm, der in diesem Namen sich findet. Jesaja, Joschia, Josua, Jesus, alle miteinander tragen diese Aussage, diese Haltung. Gott rettet. Paulus' Haltung daran macht ihn unabhängig von der Situation, in der er sich befindet. Den Wert seiner Person zieht er nicht aus dem, wie andere mit ihm umgehen. Das wirkt Gottes Gnade. Das macht ihn wertvoll. Und das ist sein Ausgangspunkt. Das gibt ihm Halt. So kann er Widerwärtigkeiten überstehen und überleben. Viktor Frankl, österreichischer Neurologe und Psychiater, Begründer der Logotherapie und Überlebender der KZs, er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Was für eine Haltung! Was für eine Freiheit! Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, unsere Macht zur Wahl. Singen wir miteinander, wenn die Hand, die wir halten, uns selber trägt. Die herausforderndsten Haltungen, die die üblichen Reaktionen auf den Reiz, von dem Frankl spricht, auf den Kopf stellen, begegnen wir bei Jesus in den sogenannten Antithesen der Bergpredigt. Sie beginnen immer mit dem Satz, ihr wisst, was gesagt worden ist. Die übliche Reaktion wird dann beschrieben. Und Jesus führt es dann zu einer ethischen Zuspitzung, die immer mit den Worten eingeleitet werden, ich aber sage euch. Eine andere Reaktion will er beschreiben. Insgesamt 6 solche Antithesen gibt es in der Bergpredigt. Auf die letzten beiden wollen wir nun hören. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun. Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch deine andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm noch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh 2 Meilen mit ihm.
Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Was für eine Haltung, die es schafft, den Reiz der Feindschaft zu überwinden und in Freiheit sich dafür zu entscheiden, Liebe zu leben. Zu Beginn der 80er, manche erinnern sich vielleicht, rund um den NATO-Doppelbeschluss damals, gab es lange Diskussionen darüber, ob die Bergpredigt, wo diese Antithesen sich darin finden, oder die Seligpreisungen, mit denen wir begonnen haben im Gottesdienst, sich wirklich einigt, eignet, um mit ihr Realpolitik zu machen, oder ob das Recht auf Sicherheit und Selbstverteidigung, die Souveränität und Unabhängigkeit von Staaten angesichts des sich damals immer weiter zuspitzenden Kalten Kriegs nichts zu tun haben mit den Idealen der Bergpredigt. Ich erinnere mich an lange Diskussionen in unserem Jugendkreis damals. Die einen verweigerten den Wehrdienst, die anderen verpflichteten sich zu mehreren Jahren bei der Bundeswehr und blieben so länger, als die Wehrpflicht es eigentlich forderte. Und mit der Wende fühlten sich dann am Ende eigentlich beide bestätigt. Die einen meinten, ja, die Stationierung der Pershings habe den Druck auf Moskau so erhöht, dass ein Umdenken stattfand. Und die anderen waren sich sicher, dass eben mit diesem Aufbruch der alten Feindbilder, den Menschenketten und Sitzblockaden im Westen, der friedlichen Revolution im Osten, die durch die Perestroika und Glasnost von Michail Gorbatschow ermöglicht wurde, dieser Frieden in die Welt gebracht hat. Heute scheint mir, dass wir es nicht wissen, was es bewirkt hat. Und vor allem müssen wir uns heute erneut mit dieser Frage auseinandersetzen und miteinander darum ringen, welche Rolle das Gebot der Feindesliebe in unserer persönlichen Haltung spielt, aber auch, was dieses Gebot der Feindesliebe angesichts des Krieges in der Ukraine für unsere europäische Gesellschaft bedeutet. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, dieses spannungsvolle Thema im Gespräch miteinander zu halten und miteinander darüber zu reden, dass uns das Gespräch darüber besser gelingt, wie über die Frage der Impfpflicht. Wenn wir es schaffen, uns nicht in unsere Meinungsblase zurückzuziehen, sondern mit den anderen in Kontakt zu bleiben und nachzufragen, was sie denken und woher ihre Sicht kommt, dann haben wir von dem Gebot der Feindesliebe vielleicht schon ein klein wenig verstanden. Jesus fordert seine Jünger heraus, es anders zu tun, als es sowieso alle machen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel, heißt es in diesem Abschnitt. Das ist der Grund für diese andere Haltung. Wir denken und handeln als Söhne und Töchter Gottes. Mögen die nächsten 7 Wochen bis Ostern für uns eine Zeit sein, wo wir von diesem Grund aus unsere Haltungen überdenken, neuen Halt im Glauben finden in einer haltlosen und bedrohlichen Welt.
Lasst uns darum miteinander ein Glaubensbekenntnis singen. Ich glaube an Gott, den Vater im Himmel.